Zeit geht schon wieder rückwärts. If you hit the wall, you will end up on the other side. Press left and right to steer you curve. Warum sagt ihr mir das? Also, bin ich so schlecht? Don't touch other curves. Ja, Top. So, hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Runde Curfever. Mit Alter! Leon! Ich bin jetzt draußen. Und mir. Und Leon kann ja jetzt, während er draußen ist und sehr viel Zeit hat, dummes Zeug zu schwafeln, mal über seine Kindheitsserien zu reden. Was hast du denn da so geguckt? Gummibärenbande. Ja. War das überhaupt in deiner Zeit? Ja. Da habe ich schon existiert. Krass. Das lief wahrscheinlich 1 Million Mal länger, als ich da war. Ja, ich hab die auch gesehen. Phineas und Ferb fand ich richtig geil. Ich finde das auch immer noch lustig. Also ich guck das zwar nicht mehr, aber... Also das ist so, wenn ich quasi Fernsehen gucken muss, dann ist Phineas und Ferb auf jeden Fall schon relativ hoch gerankt. Okay. Das habe ich noch gerne geguckt. Game also, One halt. Game One, Alter. Ja, damals gab es aber auch gar keine Gaming-Shows. Ne? So. Gaming-Shows. Das war das eigentlich die erste richtige. Das war die erste richtige Gaming-Show, ne? Die im Fernsehen lief. Weiß ich nicht. Ich war ein Kind. Ich weiß sowas nicht. Okay. Weiter? Ich war ein Kind, das ist richtig lang her, ne? Keine Ahnung, lief How I Met Your Mother schon, als ich Kind war? Wahrscheinlich, ne? How I Met Your Mother, schon seit immer? War es nicht schon immer auf Pro7? Seit Anbeginn der Zeit. Ja. Ich habe richtig gerne früher Scrubs geguckt. Ja, das habe ich auch mal geguckt. Ich bin auch raus, aber wir gucken uns jetzt noch den Rest an und reden. Hey, lass einfach eine neue Runde anfangen. Na gut. Und wo? Oben links. Ja, du kannst einfach unten auf Continue gehen, dann wirst du eine neue Runde gepackt. 1, 2. Ich bin schon drin. Es tut mir leid. Gehst du jetzt nochmal raus? Hey, nein, wir sind ja im selben. Okay. Es sind nicht so viele Spieler, dass du genau in der gleichen Sekunde rein musst, ne? Na, okay. Hey, wir haben nicht mal 8 Leute gefunden. Scrubs. Was gab's noch? Alter, kennst du noch Takeshis Castle, Alter? Ja, aber das habe ich nie geguckt. Warum nicht? Das haben wir mal so 2 Folgen oder so, habe ich mir mal mit irgendwelchen Leuten angeguckt. Aber das ist halt keine Serie, das ist halt auch sowas, wenn ich das alleine gucke, finde ich das halt nicht lustig genug. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe die, glaube ich, lustiger in Erinnerung, als sie war. Alter, und dann gab es diese richtig beschissene, wie hieß denn das, auf Viva oder MTV, wo so 4 Typen, oder 4 Frauen, also 4 Personen, solche richtig ekligen Sachen machen mussten. Und die vom Zen-Meister immer die Aufgaben gestellt bekommen haben. Oh ja. Wie hieß denn das nochmal? Fits of Zen? Kein. Oh fuck, was war? Ja, irgendwas mit 10, glaube ich. Könnte sein. Ich glaube, irgendwas mit 10. Aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Oh, die hatten so eine Röpsmaschine, wo die dann. Oh Gott. Ah ja, und dieser komische Würfel, den die sich auf den Kopf stecken mussten und dann irgendwelche widerlichen Sachen da reingepackt haben. Ja. Oder der Sockentee. Das weiß ich nicht mehr. Tee mit ich verdrängt wahrscheinlich. Wo der Beutel eine dreckige Socke ist. Ja, richtig geil, Alter. Richtig geil. Wo komme ich da durch? Nein, wow. War ein starker Versuch auf jeden Fall. So mache ich meinen Tee jeden Morgen. Ich ziehe die Socke von meinem Vortag aus. Und dann quetsche ich die erstmal richtig fett in heißes Wasser. Geil. Dann werdet mal fett, ihr fetten Leute. Was gab's sonst noch für Serien in deiner Vergangenheit? Alter! Richtig asozial von dem
Keine Ahnung, mir fällt das immer nicht ein. Als Kind habe ich auch Mr. Bean geguckt. Nee, das fand ich nur nie lustig. Das finde ich auch immer noch nicht lustig. Gehen wir eine neue Runde? Ja. Okay. Go! Keine Ahnung. Mr. Bean ist immer im Ohr. Was gab's denn noch für Serien? Ich weiß das nicht. Ich habe halt früher, ich habe früher richtig viel Fernsehen geguckt, ne? Ja, ich auch. Viel durch meinen Bruder, aber ich habe auch glaube ich, ziemlich relativ früh ältere Sachen geguckt, also wie Jackass und sowas. Das habe ich auch geguckt. Aber du hast keinen Bruder, du hast keine Geschwister. Bitch. Okay, krass. Okay, ja, halt Family Guy und sowas, ne? Also den Standardkram habe ich halt auch geguckt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind geschaut. Ja, also von wie viel Kind reden wir hier? Also von so richtig Kind? Ich würde sagen, bis so richtig bis 14. Bis 14. So alt bist du ja, noch doch. Gar nicht. Ich glaube, da habe ich das schon geguckt. Simpsons habe ich früher geguckt. Du Hurensohn, Alter. Hä? Warum hast du uns beide umgebracht? Bist du denn eher Team Family Guy oder Team American Dad? Hey, Team Family Guy, Alter. Dass man das überhaupt noch fragt. Ja, natürlich. Bist du Team Simpsons oder hast du Futurama geguckt? Ja. Futurama war richtig witzig. Ich finde die Simpsons nicht mal so witzig, ne? Na, ich fand... Ich weiß nicht, ich finde die halt immer noch nicht schlecht. Ja, aber es ist jetzt... Ich hab die halt auch immer geguckt, aber so, ich fand die witzig, aber ich sag mal so, ich finde die nicht witzig genug, um 500 Folgen oder so sind die im Moment, oder sind die schon bei 1000? Ich hab bestimmt... So witzig finde ich sie nicht, weißt du? Ich finde die gut, aber ich finde die... Ich weiß nicht. Ich gehöre eher zu den Leuten, die alten Folgen lieber mögen. Aber ich fand Futurama immer geil. Ja. Fuck. Alter, ich weiß nicht, als ich richtig klein war, weißt du, wenn du so diese richtig komischen Kinderserien geguckt hast. Von denen habe ich mir voll oft, durfte ich vor der Schule immer noch so, keine Ahnung, ein bisschen Fernsehen gucken, ne? Also halt nicht lange, wenn ich gefrühstückt habe oder so. Und dann kamen erst nochmal Kindernachrichten. Und dann habe ich auch noch irgendeinen Scheiß geguckt. Ich finde das bei Kinderbüchern auch immer krass. Alter, es gibt so bescheuerte Kinderbücher. Was ist dein lieblingsbescheuertes Kinderbuch? Alter, was ich wirklich hasse, ist Strubbelpeter, oder wie das Ding heißt. Wo die ihm die Finger abschneiden. Alter! Die schneiden den Schneiden die doch die Daumen ab, weil er immer dran lutscht. Ja, kann man mal machen. Doch, weil die Finger im Mund hatte. Obwohl eigentlich also ziemlich viele Märchen brutal sind, ne? Also. Let's go, nächste Runde, Mann! Direkt weiter hier. Okay. Echt, sind Märchen brutal? Nein. Obwohl. Also Schneewittchen zum Beispiel mit dem Wolf. Die drei kleinen Schweinchen. Was ist Schneewittchen? Mit dem Wolf? Rotkäppchen. Hey, alles das gleiche. Stimmt, bei den Zwergen wollte die komische Königin da, dass ihr das Herz rausgeschnitten wird, ne? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wollte die bestimmt essen. Die Schlümpfe, ne? Die Schlümpfe. Gargamel will die Schlümpfe essen. Ist mir letztens erst wieder aufgefallen. Als Kind habe ich das nie realisiert. Das ist immer der Verse wie so ein Hund mit einem Auto, weißt du? Der jagt den und jagt den. Was will der dann damit machen? Der will den essen. Die. Alter. Lecker. Geil, lecker Schlumpf.
Fuck. Wie wir alle drei geschoben sind. Ja, aber du leider als letztes von uns. Das fand ich nicht gut. Alter, guck mal, die sind komischen Käfer da an, oder was das ist? Ja. Das ist voll klein. Ja, und ich glaube, der ist relativ wendig. Wow. Fuck. Oh, ich bin raus. Och man. Nein, noch nicht. Doch. Spannung steigt. Oh, du bist ja noch drin. Oh lol, hä? Ich glaube, ich bin einfach dumm. Oh no! Hä, du bist noch drin. Nein, doch nicht. Das ist jetzt traurig. Hä, das fuckt mich richtig ab, dass man immer raus ist, wenn man... Ach man. Das ist ein dummes System. Finde ich nicht okay. Ja, geht halt nach Punkten, ne? Ja, finde ich halt bescheuert. Boah, Alter! Ich bin raus. Wenn der Typ jetzt nicht stirbt. Komm schon, Orange. Ja, und jetzt sind wir beide oder was? Was passiert jetzt? Beide 30. Aber oh, sind beide noch drin. Ja, finde ich okay. Nee, finde ich doof. Hä, das rote Feuerteil ist ja richtig geil. Das will ich auch haben. Ne? Ja, ich finde das richtig strong. Ich will das auch haben. Angekillt. Bitch. Koffer Typ. Ich muss blau töten. Ich muss alle töten. Eigentlich. Ich glaube, du bist sowieso raus, oder? Nee. Ja, kriegt der letzte Platz nicht einen Punkt und der erste Platz drei? Läuft das nicht so? Hä, ist der blaue schon tot? Ach nee, der ist so unten. Hä? Na gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Curlfever. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.